Jahre, ich bin der Paul Moser. Ich bin jetzt 24 Jahre und fahre heuer fürs Team GLX Jungburg, fahre die MX Open AM. Und ja, meine Ziele für heuer sind, dass ich ein paar Mal in die Top 5 fahre. Und vielleicht, wenn es ganz gut läuft, sind oder andere mehr aufs Podium. Das hätte ich mir schon vorgenommen, aber ich glaube, das ist auch realistisch. Mein erstes Rennen, dreckig ist, also mal schauen, kein Sturz halt. Also so nervös war ich schon lange nicht mehr. Da haben wir recht einen guten Start gehabt, da haben wir dann gleich vier arbeiten können. Und der kleine Joshi hat auch der Pech gehabt, dass da den einen überholt, jetzt bin ich noch Zweiter geworden. Das freut mich natürlich umso mehr, aber es war ein brutal harter Wind. Aber ich glaube, wir sind die österreichische Meisterschaft überhaupt, MX2 ist auf einem sehr hohen Niveau. Und ich gehe da wirklich 40 Stunden in der Woche arbeiten und stehe um 6 in der Früh auftreten hier. Dann gehe ich 8 Stunden arbeiten, dann trainiere ich wieder und das ist... Ja, ich glaube, so schnell tut das keiner und harte Arbeit wird Ballon, sagen sie immer, und das haben wir, glaube ich, heute ganz gut gesehen. Wir haben eine gescheite Freude mit Markus mit dem zweiten Platz bei seinem Meisterschaftslauf und vor allem, wenn ich bedenke, dass der 40 Stunden in der Woche Arbeit geht und mit dem Motor, mit einem Serienmotorrad, mit einem leicht modifizierten Serienmotorrad, wo man nur in Auspuff und das Fahrwerk ein wenig überarbeitet hat, den zweiten Platz heute eingefahren ist.